So, wir kommen jetzt zu einem Kapitel, und zwar zur CAD-Steuerung. Die CAD-Steuerung, wozu brauche ich eine CAD-Steuerung? Eine CAD-Steuerung ist dazu gedacht, dass ich einmal auf dem einen Wege, meinem Logbuch, die entsprechend aktuellen Betriebsparameter von meinem Transceiver mitteilen kann, sodass diese Parameter also übernommen werden. Das heißt, mein Logbuch weiß, auf welcher Frequenz mein Transceiver steht, auf welcher Betriebsart der steht und übernimmt diese Einträge dann auch direkt in das Logging. Das heißt, ich logge ein QSO und der übernimmt also direkt die Parameter aus dem Gerät. Und natürlich auch umgekehrt ist die CAD-Steuerung dafür da, dass ich zum Beispiel hier aus dem DX-Cluster eine Station sehe und klickt dann einfach nur da doppelt drauf und dann springt mein Transceiver direkt schon auf die Frequenz und die Betriebsart, die hier angegeben ist. Das macht also den Betrieb etwas komfortabler. Wir haben vorhin bei der Installation das Programm OmniRig mit installiert. Das würde ich also auch, wie gesagt, dringend empfehlen. Das läuft wesentlich fehlerfreier als dieses Hemlib. Und also OmniRig, das geht prima. Da haben wir also null Stress damit. Das funktioniert ganz tadellos. Jetzt haben wir also OmniRig vorhin mit installiert. Jetzt müssen wir natürlich bloß noch das Ganze auch einrichten und jetzt unserem Programm mitteilen, was haben wir denn da für ein Gerät dran. Und dann weiß mein Programm natürlich, wie muss ich mich mit diesem Gerät unterhalten. Sorry. Wie mache ich das Ganze? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen die Möglichkeit hier über diesen Button, da ist so ein Kopfhörer abgebildet, so ein Headset. Das ist also die CAD-Connection, die CAD-Verbindung. Wenn ich da draufklicke, dann geht dieses OmniRig-Settings-Menü auf. Ich kann also in OmniRig zwei verschiedene Transceiver steuern. Ich habe jetzt hier nur einen und den nicht mal angeschlossen, weil ich habe hier Probleme mit diesem USB zu Serialadapter. Ich hätte es ganz gerne eigentlich vorgeführt hier im Tutorial, aber der will irgendwie unter Windows 7 nicht so funktionieren. Deswegen lassen wir es einfach mal sein. Was stellen wir hier ein? Ich kann also hier aus der Library kann ich hier raussuchen, was habe ich hier für einen Transceiver ranhängen bei mir. In meinem Fall wäre das jetzt hier gerade mein TS2000. Ich kann natürlich hier auch SDR-Programme auswählen, ne? Power SDR. Ich kann die ganzen ICOM-Geräte auswählen, die ganzen ja ESU-Geräte. Und das geht eigentlich relativ problemlos. Ich suche mir da einfach jetzt, wie gesagt, mal den TS2000 aus. Das ist jetzt auch das Gerät, was hier gerade auf dem Schreibtisch steht. Als nächstes muss ich natürlich wissen, auf welchem COM-Port hängt das Gerät denn. Bei mir wäre das, wenn es funktioniert hätte, der Port 3 gewesen. Wichtig ist dann hier die Bootrate. Das soll natürlich die gleiche Geschwindigkeit eingestellt sein, wie sie auch im Menü im Transceiver eingestellt ist. Sonst kriegen wir da natürlich Probleme. Genauso ist es auch mit der Parität und mit den Datenbits und Stoppbits. Das muss man also dann in seinem entsprechenden Manual nachlesen, was denn da eingestellt werden muss. Genauso sieht es auch aus mit RTS und DTR. Hier im Falle vom Kenwood sind die meines Wissens beide auf High zu setzen. Ja, hier unten die Polling-Intervalle und Timeout, das braucht man im Prinzip nicht groß zu berücksichtigen. Also diese Eingaben müssen wir machen. Dann klicken wir auf OK und im Prinzip war das schon die Konfiguration für die CAD-Schnittstelle. Und würde das funktionieren, dass ich hier diesen Adapter ans Laufen gekriegt hätte, dann würden wir jetzt hier auch die Frequenz, die an meinem Transceiver eingestellt ist, sehen. Und hier unten im Fenster würde normalerweise dieser CAD-Status auf grün umspringen und das signalisiert mir, die Verbindung zu meinem Transceiver ist vorhanden. Und ich kann dann damit arbeiten. Ja, das soll es gewesen sein zum Thema CAD-Steuerung. Und ja, vielleicht könnte man noch hier oben das kurz erwähnen.
Je nachdem, was ich konfiguriert habe in OmniRig, kann ich also hier raussuchen, mein Transceiver Nummer 1 oder Transceiver Nummer 2. Kann also im laufenden Betrieb umschalten. Und ja, somit habe ich da also keine Probleme zu sagen, ich arbeite jetzt gerade auf UKW oder ich arbeite auf Kurzwelle. Habe meinetwegen jetzt das Rig 1 ist vielleicht das Kurzwellengerät, jetzt bin ich aber gerade auf 2 Meter in SSB am Arbeiten und dann schalte ich hier einfach um, zack, auf mein zweites Gerät und somit habe ich hier dann die Frequenz vom zweiten Gerät drin stehen. Ja, das zum Thema Cut und wir hören uns wie immer gleich wieder im nächsten Kapitel.